Okay, du bist geschminkt zum Kostüm, bist du? Sieht gut aus. So, jetzt geh durch. Viel Spaß auf der Party. Wow, stopp. Kein Kostüm, kein Eintritt. Da ist noch jemand. Sieht nicht so aus, als wäre sie verkleidet. Oh, wie krass. Sie ist super gruselig. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, ich kann rein, oder? Ich kann mich auch selbst reinlassen. Hier, das gehört dir. Bis dann. Hab noch einen schönen Abend. Und die Haare sehen sehr gut aus. Hä? Was will denn Mama hier? Was hast du da an? Ach ja, die bringen mich auf eine Idee. Ich frag mich. Ja, ich klebe mir diese Kulleraugen ins Gesicht, auf meine Wangen und auch auf meine Stirn. Ich nehme verschiedene Größen, damit noch mehr aufpassen. Und um das Ganze noch zu toppen, trage ich schwarze Kontaktlinsen. Schatz, machst du auch brav deine Hausaufgaben? Schatz, was ist los? Alles in Ordnung mit dir? Hi, Mama. Ah! Sie ist ohnmächtig. Heißt dann wohl, ich kann zur Party gehen. Ich behalte dich im Auge, Mama. Yeah, die Mucke ist fantastisch. Und all die Leute sind voll cool verkleidet. Cool, dass ich es hierher geschafft habe. Viel besser als Hausaufgaben. Tanzen ist besser als Mathe. Das steht fest. Ich bleib den ganzen Abend hier. Hey, dein Gesicht passt zu meinem Shirt. Voll cool. Was ist passiert? Bin ich eingeschlafen? Schatz, was machst du da? Machst du deine Hausaufgaben, wie ich es wollte? Was? Ja, ich mache meine Hausaufgaben. Oh, ich hatte einen seltsamen Traum mit dir. Ja, ein Traum. Das war es definitiv. Yes, ich schminke mich total gerne. Besonders für Kostüme. Hä? Was war das? Hat sich die Pflanze gerade geschüttelt? Schätze nicht. Dann zurück zu meinem Puder, das ich gerade auftrage. Was zum Teufel? Was war das? Die Stifte? Warum sind die vom Tisch gefallen? Hallo? Geh weg. Ich mag keine Clowns. Hey, entspann dich, entspann dich. Was ist denn los mit dir? Clowns sind mir unheimlich. Schon immer, siehst du? Clowns sind gruselig und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Gruselig, was? Und wenn ich mir die Perücke wieder aufsetze? Oh, renn mir nicht hinterher, du bist eine schlechte Freundin. Ich hole nur mein Zeug aus dem Spind und dann bin ich weg. Oh, nein, nein. Im Bad bin ich erstmal sicher. Warte, nein, sogar die Lampe hat's auf mich abgesehen. Eine Clownlampe? Puh, ich hab's zurück ins Klassenzimmer geschafft. Hier gibt's keine Clowns. Ich muss die Tür versperren, damit sie nicht reinkommen. So, okay. Ich glaube, ich bin endlich in Sicherheit. Aber ich verstecke mich lieber noch hinterm Schreibtisch. Sicher ist sicher. Oh, ist es zu laut? Wie soll ich hören, ob die Clowns kommen? Warte, wo kommt der Krach her? Oh, diese Stifte wackeln so doll. Ich schau mal lieber nach. Da ist bestimmt nichts. Stifte? Ah, das war ein Trick vom Clown! Voll erwischt. Du solltest dein Gesicht sehen. Ich sollte mein Gesicht sehen? Unglaublich, dass du das vor die Tür geschoben hast. Mach's gut. Endlich ist sie weg. Aber trotzdem, ich kann ihr nicht trauen. Aber hey, sie braucht eine kleine Abreibung. Ich fange mit dem Klebestift an. Mit dem klebe ich die Augenbrauen an. Ich mache das, damit sie nicht im Weg sind, wenn ich das Make-up auftrage. Okay, ich nehme einen dünnen Pinsel und weiße Farbe und zeichne Linien in mein Gesicht. Ich male Diamanten über meine Augen. Einer für jedes Auge. Schön groß. Ich will nämlich den Harlequin-Look. Okay, die Umrisse sind fertig. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich nehme weißes Make-up für mein Gesicht. Mit dem male ich meine Haut außerhalb der Diamanten an. Mit einem dickeren Pinsel geht das Anstreichen schneller. Darf meinen Hals nicht vergessen. Ich will, dass wirklich alles mit Weiß bedeckt ist. Okay, das ist genug Weiß. Jetzt kommt die nächste Farbe. Ich nehme dieses helle Blau. Aber ich nehme einen dünneren Pinsel. Das wird ein bisschen heikler. Denn jetzt werden die Diamanten mit Blau ausgemalt. Mit der Farbe bin ich fertig. Jetzt noch etwas Puder auftragen. Aber ich denke, ich ziehe noch ein paar schwarze Umrisse. Dann kommt noch mehr Puder. Ich finde, es können noch mehr schwarze Linien sein. Kleine Kurven um die Diamanten rum.
Und dann noch ein Stupser Rot auf meine Nasenspitze. Und auch auf meine Nasenlöcher. Jetzt spritze ich Wasser in mein Gesicht für Sommersprossen. Okay, jetzt zu Lippen und Mund. Schwarz auf die Lippen und Linien, damit mein Mund größer aussieht. Das Kostüm habe ich schon angezogen. Der Look ist perfekt. Hey, da bin ich wieder. Ich dachte, wir könnten... Hey, wo bist du? Versteckst du dich vor mir? Du weißt, dass ich... Wow, was ist das? Wow, das ist überhaupt nicht gruselig. Wenn du versuchst, mich zu erschrecken, dann... Huh, was war das? Was ist hier los? Das ist nicht lustig. Mir ist unheimlich. Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Was? Hallo? Oh. Sie ist gut im Austeilen, aber einstecken kann sie nichts. Ich muss die Perücke abnehmen. Die ist voll unbequem. Was? Das warst du? Nicht lustig. Oh. Stehen bleiben. Stopp. Mister, kommen Sie bitte vor. Unbeeindruckend. Sie können rein. Ach, ich fasse es nicht, dass sie das Einhorn reinlässt, aber mich nicht. Moment, ist sie Krankenschwester? Ah, ich kapiere es. Ich muss mich umziehen. Zeit für Make-up. Wir beginnen mit Schwarz und einem Pinsel. So schwarz. Ich trage es auf meine Augenlider auf. Ich muss darauf achten, dass es deckend ist. Okay, das sollte reichen. Nächster Schritt. Ich benutze jetzt diesen roten Eyeliner, um mein unteres Lid zu färben. Es muss nicht viel sein, nur ein Hauch. Und nun noch mehr Schwarz auf dem Unterlid. Beim Schwarz muss man sich mehr Mühe geben, damit es richtig dunkel wird. Und jetzt zu meinem Mund. Ich ziehe einfach einen Kreis um meine Lippen. Und nun tauche ich dieses Taschentuch in etwas Maskenkleber. Okay, das sollte reichen. Ich klebe es hier an mein Kinn. Ganz wichtig, es muss an seinem Platz kleben bleiben. Und jetzt klebe ich noch mehr entlang der Linie. Und zwar einmal um meine Lippen rum. Ich muss nur noch den Rest des Kreises vollenden. Das war's, es beginnt schon zu trocknen. Und nun kommt noch mehr Schwarz in den Bereich. Auch auf die Lippen und alles innerhalb des Kreises. So, schön schwarz. Und jetzt noch ein paar falsche Zähne. Dafür habe ich unechte Fingernägel genommen und sie in Form geschnitten. Schön scharf und spitz. Und die stecke ich nun in das Tuch. Oben und unten für beide Zahnreihen. Das wird so gut, ich weiß es schon jetzt. Und nun noch mehr Make-up. Ich brauche eine Foundation, die zu meinem Hautton passt. Denn ich möchte, dass das Gewebe fließend übergeht. Und jetzt muss ich nur noch etwas Kunstblut auf die falschen Zähne auftragen. Auch auf die untere Zahnreihe. Das kommt richtig gut. Und nun tupfe ich noch etwas Kunstblut mit diesem Schwamm auf. Das soll ein bisschen wie Blutspritzer aussehen. Ein paar Tupfer überall sollten reichen. Okay, und nun noch ein paar mehr falsche Blutspritzer. Ich male mir auch eine Blutspur an den Hals. Aber ich lasse es auch von alleine tropfen. Yes, endlich fertig. Mein gruseliger Look ist komplett. Dazu noch ein gruseliges Kostüm und ich werde die Party rocken. Da ist der Türsteher, der mich vorhin nicht reinlassen wollte. Hä? Wer ist denn da drüben? Zeit, in den Club zu kommen. Was? Noch ein Krankenschwesterkostüm? Echt jetzt? Ich bin mehr als eine Krankenschwester. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ich hau hier ab, dafür werde ich nicht genug bezahlt. Bis später. Ich lass mich mal selber rein. Das ist lecker. Stell die Limo wieder hin. Du machst mich echt wütend. Ich geh dann mal. So eine Göre. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Revanche. Zuerst brauche ich weiße Gesichtsfarbe. Ich benutze einen Pinsel und trage sie im Gesicht auf. Das wird meine Grundierung. Eine dünne Schicht reicht aus. Aber ich will keine Stellen übersehen. Jetzt verwende ich eine dunklere Foundation, damit der Effekt der Konturierung entsteht. Ich gehe über meine Wangenknochen und um meine Nase herum. Ich trage es auch unter den Augen auf. Das wird toll aussehen. Okay, für den nächsten Teil schneide ich die Dose in zwei Hälften. Ich halte sie an meine Stirn und zeichne mit einem Kajal drumherum. Als nächstes brauche ich eine Schüssel mit Kleber und etwas Klopapier.
Ich tauche das Klopapier in den Kleber und lege es dann auf meine Stirn. Ich möchte es um den Umriss der Dose herum formen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ich will sicher gehen, dass sich das Klopapier etwas von der Haut abhebt. Klemme es einfach etwas zwischen den Fingern ein. Jetzt brauche ich die Dose wieder. Ich drücke sie auf das Toilettenpapier. Sobald alles trocken ist, kann ich es mit Make-up bemalen. Ich möchte, dass es zu meinem Hautton passt. Ich male einfach mehrere Make-up-Schichten darüber. Wenn das erledigt ist, kann ich Kunstblut hinzufügen. Dafür verwende ich einen Pinsel. Ich male es um den Rand des Klopapiers und der Dose. So wird es wie eine Wunde aussehen. Es kann ruhig ein bisschen runtertropfen. So sieht es noch realistischer aus. Ich kann etwas rote Schminke um die Dose und das Toilettenpapier tupfen. Ich bin bereit, Cheryl eins auszuwischen. Das wird dir eine Lehre sein, meine Limo nicht zu trinken. Komm her, Teddy. Ich brauche eine Umarmung. Jasmine war gemein zu mir. Ich werde es Mami petzen. Sie wird ganz viel Ärger bekommen. Nimm das. Hä? Ignoriere mich nicht, wenn ich mit Dingen nach dir werfe. Hast du was gehört? Hast du das gehört? Ich brauche was Größeres. Das ist perfekt. Oh, das hast du dir verdient. Oh, das hat wehgetan. Alles okay? Jasmine? Oh, das sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Jasmine, tut mir leid. Ich habe echt starke Kopfschmerzen. Was zum... Was ist denn? Du... Ha, reingelegt. Ich wusste, dass das klappt. Jetzt kann ich endlich weiterspielen. Komm schon. Ich kann meine Haare nicht durchbürsten. Wow. Dieses Rad dreht sich ja. Scheint, als sei es auf einer Braut gelandet. Oh, süß. Das werde ich sowas von gewinnen. Wie du meinst. Ja, ich sehe großartig aus. Die absolut schönste Braut. Okay, ich fange besser an. Ich habe diesen Lipgloss. Er glitzert und schimmert sogar. Ich trage etwas davon auf meine Lippen auf. Oh mein Gott. Sie benutzt Lipgloss? Was für ein Anfänger. Ich benutze dieses tiefe Rot. Oh, der Schleier ist im Weg. So, schon besser. Okay, das reicht mit dem Gloss. Was macht sie denn da drüben? Igitt, der Lippenstift hängt ihr total an den Zähnen. Kein guter Look. Naja, das ist ja ihr Problem. Zeit, meine Palette auszupacken. Ich liebe diese Farben. Ich will ein ganz natürliches Braut-Make-up. Ich kann nicht glauben, dass sie so viele Farben hat. Naja, egal. Ich habe auch eine Palette. Es sind nicht so viele Farben, aber die brauche ich auch nicht. Okay, Zeit für einen Schwamm. Ich benutze den hier. Blau ist immer eine gute Farbe. Oh, natürlich, meine Brille. Was zum Teufel? Wo kommt das ganze blaue Pulver her? Komm schon, Blau, auf mein Gesicht mit dir. Oh, jetzt habe ich auch überall Blau an mir. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Stimmt, ich brauche noch mehr Blau. Ich verteile einfach dieses Hellblau auf meiner Haut. Ich will es überall auf dem Gesicht auftragen. Oh, es fängt schon an zu trocknen. Perfekt. Und nun zum Hals. Und nicht nur Nacken und Hals. Ich male es auch auf meine Schultern. Okay, ich bin komplett in Blau gehüllt. Und nun mehr Farben. Ich verwende diese lila Farbe in den Augenwinkeln. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und nun male ich zwei Linien auf meine Nasenspitze. Toll, Zeit zu Schwarz zu wechseln. Direkt über das Lila. Jetzt brauche ich eine dünnere Spitze. Ich male ein paar längere Wimpern auf meine Haut. Und füge etwas mehr Schwarz auf meiner Nase hinzu. Und dann auch noch auf der Innenseite meines Nasenlochs. So, das sieht schon gut aus. Zeit, zu einem anderen Pinsel und Make-up zu wechseln. Aber immer noch in Schwarz. Ich tupfe es auf meine Wangen und dann auf meine Stirn. Ich muss auch ein bisschen an meinem Mund und Kiefer entlang fahren. Und zurück zu meinem feinen Stift für ein paar weitere Linien. Ich brauche sie so ziemlich überall, wo ich das Schwarz aufgetupft habe. Jetzt zu den Lippen. Ich muss diesen Liner benutzen. Ich muss die Lippenränder nachfahren, weil sie so blau sind. Ich möchte aber nicht die ganze Lippe mit diesem Liner bemalen. Nur die Ränder sollten ausreichen. Okay, Zeit für den Lippenstift. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Falsche Wimpern. Das Make-up ist fertig. Zeit für das Hairstyling. Toll, eine schöne, gruselige Gothic-Braut. Ich habe eine schwarze Rose. Hier. Hä? Was zum... Oh mein Gott, ich will nicht hinschauen, aber ich muss... Ah! Hier ist ein gruseliges Skelett. Hilfe! Ach du meine Güte, sie ist echt leichtgläubig. Na gut, ich beruhige sie besser. Hey, hör auf zu schreien, das ist nur Make-up. Mein Gott, du bist echt gemein, du hast mich total erschreckt. Ich kann nicht glauben, dass du so ein Braut-Make-up gemacht hast, du Spinner.
Der Song ist toll, oder? Hey, ich hab dir einen Drink mitgebracht. Was soll das? Sie drängelt sich einfach dazwischen? Unfassbar, dass sie mir einfach den Typen wegschnappt. Bringt ihm einfach ein Getränk. Sieh mal an, Tintenfische. Ja, ich glaube, ich kann da was gegen unternehmen. Okay, dafür brauche ich etwas Maskenton. Ich drücke ihn flach und wickle ihn um meinen Daumen. Ich drücke ihn rundum an und forme eine Spitze. Und dann glätte ich alles. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt brauche ich noch diese kleinen Kreise. Ich klebe sie der Länge nach an. Das ist gut so. Und jetzt noch etwas Farbe. Mit einem Pinsel trage ich diese rosane Farbe auf. Sie passt zu meinem Hautton. Sieht sehr gut aus. Und jetzt noch die anderen Finger. Yes, voll gut. Alles klar, dann setze ich mal meinen Plan in die Tat um. Da sind sie. Sie amüsieren sich ja immer noch prächtig. Oh, er scheint zu gehen. Das ist meine Chance. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Wer bin ich? Monsterhände, Monsterhände! Ha, wo ist sie hin? Oh, sie musste weg. Aber ich nehme den gerne. Okay, meine Brille ist jetzt sauber. Hey, nein, ich wollte drehen. Hey, nein, ich sagte ich. Ich habe zuerst gedreht, dein Pech. Nimm deine Hände weg. Ich bin an der Reihe. Hey, Moment mal. Scheint, als wäre schon etwas ausgewählt. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe all diese Buntstifte. Okay, ich mache mich direkt an die Arbeit. Hä? Der funktioniert nicht. Ich probiere es mal mit dieser Farbe. Komm schon! Oh. Hör zu, keine Panik. Ich habe noch mehr Farben zur Auswahl. Ehrlich gesagt scheint sie mir als hoffnungsloser Fall. Ich habe natürlich meine eigenen Farben. Zeit, sie rauszuholen. Warum malen diese Farben nicht auf meiner Haut? Und, hä, was ist das? Hast du gerade ein Herz auf meine Wange gestempelt? Wow, gib mal her. Nur zu, schätze ich. Wow, ich liebe diese Herzen. Ich will sie überall. Ich wusste, dass sie damit total durchdrehen würde. So vorhersehbar. Aber jetzt bin ich bereit für mein eigenes Make-up. Ich beginne mit dieser hübschen rosa Farbe und trage sie unter meinen Brauen auf. Es sollte schön gleichmäßig verteilt werden. Jetzt kommt diese dunklere Farbe. Sie geht in Richtung Magenta. Es handelt sich aber um ein Puder, keine Flüssigkeit. Ich verteile es unter dem helleren Rosa, das inzwischen getrocknet ist. So, das sollte reichen. Nun zu meiner Geheimwaffe, diese Sprühflasche. Ich besprühe meinen Pinsel, bis er schön feucht ist. Und nun fahre ich unter meiner Schminke entlang. Das erzeugt eine schöne, scharfe Linie. Dann kann ich mehr von dem ersten Rosa auftragen. Ich male es über das komplette Augenlid und darüber hinaus. Dann nehme ich diesen Make-up-Stift und male vom Augenwinkel hoch. Ich benutze die gleiche Farbe auch unterhalb der Augenlider. Als nächstes kommen wir zur Foundation. Ich gebe es zuerst auf meine Nase und Wangen und verteile alles gut. Nun zum Lippenstift. Ich benutze allerdings den Pinsel, denn er kommt nicht wirklich auf meine Lippen. Ich trage ihn auf meiner Nase und meinen Wangen auf. Zurück zur Foundation. Ich brauche noch eine Linie auf den Wangen. Einmal komplett nach unten bis zum Kinn und alles schön verteilen. Okay, ich habe auch auf der Stirn eine Linie gezogen. Nun wieder zum Lippenstift. Dieses Mal kommt er aber wirklich auf die Lippen. Und dann verteile ich wieder alles. Okay, das sieht schon echt gut aus. Aber ich glaube, ich brauche noch etwas Verzierungen. Tada! Mein Make-up ist fertig und es sieht fantastisch aus. Die Perlen am Rand waren definitiv die richtige Entscheidung. Oh, wie ich sehe, benutzte immer noch den Stempel für ihr Gesicht. Hey! Wow! Oh mein Gott, du siehst fantastisch aus! Wie hast du das gemacht? Ich liebe es! Ich glaube, das ist alles. Ich bin bereit für die ersten Kunden. Oh, hey! Willst du etwas Süßes oder eine Limonade? Nein. Schon okay, es gibt ja noch andere Kunden. Hoffe ich. Oh, Entschuldigung. Siehst du etwas nach deinem Geschmack? Hä? Wie wäre es mit einem leckeren Eis? Du siehst aus, als ob du eine Naschkatze bist. Hör auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen. Ich dachte wirklich, der würde was kaufen. Das läuft nicht gut. Hallo? Oh, hi. Schau dir diesen leckeren Snack an. Ich habe verschiedene Geschmacksrichtungen. Niedlich, aber kein Interesse. Ich muss los. Was mache ich nur falsch? Ich glaube, das war keine gute Idee. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich brauche nur einen Hingucker und einen neuen Look. Ich male eine Linie mit diesem Kajalstift. Das macht Spaß.
Das Gleiche mache ich an meinem Hals und meiner Brust. Ich erzeuge einen Umriss. Okay, nun zum nächsten Teil. Ich habe diese leuchtende pinke Schminke. Ich male sie auf mein Gesicht, aber ich muss innerhalb der Umrisse bleiben. Ich muss alles schön gleichmäßig auftragen. Es soll wirklich toll aussehen. An diesen Stellen muss ich echt vorsichtig sein. Zeit, es trocknen zu lassen. Als nächstes benutze ich weiße Foundation. Ich trage sie ganz dünn über das rosa Make-up auf. Jetzt brauche ich ein helleres Rosa. Das kommt auf meine Augenlider. Ich verblende es mit dem hellen Pink. Dadurch entsteht ein toller Kontrast. Die weiße Gesichtsfarbe brauche ich für meine Lider. Das hier benutze ich als Eyeliner. Das wird meine Augen hervorheben. Und ich verpasse ihnen einen Flügeleffekt. Okay, was nun? Oh, ich weiß schon. Ich benutze diese dunkelbraune Foundation. Mit dieser dunklen Grundierung male ich einmal um die Kontur herum. Das erzeugt einen Schatten. Ich liebe es. Aber etwas fehlt noch. Ich brauche ein paar Streusel. Ich benutze eine Pinzette, um sie mir ins Gesicht zu kleben. Ich bin ein laufender, sprechender Donut. Diese Zuckertüte ist der perfekte Hut. Ich wickle meine Haare darum und benutze Haarklammern, um sie zu fixieren. Ich sehe echt süß aus. Zeit, ein paar Süßigkeiten zu verkaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Moment mal. Wow, du siehst toll aus. Und du hast so viele Süßigkeiten. Ja, das Geschäft boomt. Wer ist der Nächste? Bitte sehr. Hast du ihr Make-up gesehen? Wow, du siehst großartig aus. Oh, danke. Ich habe die besten Kunden. Wo ist sie denn? Ich freue mich so sehr auf diese Halloween-Party. Möchtest du nicht reingehen? Ich warte noch auf jemanden. Oh Mann, sein Kekskostüm ist echt cool. Hey, sorry, bin spät dran. Was hast du denn da an? Oh, naja, immerhin können wir jetzt endlich rein. Moment mal. Nun, du kannst rein, aber sie nicht. Sorry, Babe. Was? Er lässt mich einfach im Stich? Und jetzt ist auch noch mein Make-up ruiniert. Ich muss was tun. Ich entferne mein Make-up. Dann lege ich dieses Taschentuch auf meine Wange und befeuchte es. Das klebt nun von alleine. Muss nur dafür sorgen, dass alles nass wird. Okay, und nun reiße ich es in der Mitte auf. Und dann schiebe ich die Ränder weiter auf. So, das sollte reichen. Und nun brauche ich Make-up-Kleber. Ich tupfe ihn über die Ränder und das Tuch. Und auch noch ein bisschen auf meine Haut. Okay, das sollte reichen. Und nun trockne ich es mit einem Föhn. Schön warm. Okay, das ist trocken. Als nächstes kommt Make-up. Ich verwende eine Foundation, die zu meinem Hautton passt. Denn ich möchte das Tuch abdecken, damit es wie meine echte Haut aussieht. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich. Vor allem, weil es dann richtig realistisch aussieht. Okay, und nun noch etwas Puder zum Fixieren. Sieh mal, wie das staubt. Sehr gut, und nun trage ich es über die Foundation auf. Das sieht so gut aus. Und dann noch etwas Kunstblut. Ich trage es in die Dreiecksform auf, die ich vorher gemacht habe. Ich tupfe es bis zu den Rändern auf. So cool. Und jetzt noch ein paar Tupfer mit dem Schwamm. Fertig. Auf der einen Seite bin ich normal und die andere Seite ist super gruselig. Die gruselige Kontaktlinse vervollständigt den Look noch. Und nun wird mich niemand mehr im Stich lassen. Oh, du hast mich erschreckt. Du darfst reingehen. Endlich, ich hab's auf die Halloween-Party geschafft. Oh, wow, sieh dir das an. Hey, sie hat es reingeschafft. Hey, nix, hey, bis dann. Okay, dieses Mal drehe ich.
Ich bin echt gespannt, was es wird. Oh, wie cool. Halloween. Das wird mit Sicherheit ein Spaß. Ich bin echt gespannt. Aber was ist mit dir? Es ist ganz anders als deine übliche hübsche Schminke. Oh, mach dir um mich mal keine Sorgen. Denkst du etwa, ich fühle mich von deinem Schminkkoffer bedroht? Nö, ich brauche das nicht. Ich habe mein eigenes Zeug, wie zum Beispiel meinen Glückslippenstift hier. Glaubt sie ernsthaft, dass der Lippenstift ausreicht? Ja, das fängt ja schon mal gut an. Ich werde ein großartiger Clown sein. Genau, na, wie gefällt dir das? Schon gut, beruhig dich. Ich muss mich konzentrieren. Nun, mir egal, ich bin auch noch nicht fertig. Ich werde zum Vampire-Clown. Junge, reiß dich zusammen. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Was? Es soll doch gruselig werden. Okay, ich habe alles zusammengesucht und kann loslegen. Ich denke, ich beginne mit dieser Farbe. Aber zuerst muss ich mich umziehen. Und ein anderer Hintergrund noch dazu. Schon besser. Nun zum Zeichnen. Das Rot ist für eine Linie auf meinem Hals. Ich will die Linie so nach unten führen. In diese Form. So, nun zum nächsten Schritt. Ich brauche etwas Papier und Make-up-Kleber. Ich werde es an der unteren Kante ankleben. Ich brauche etwas mehr davon, damit die gesamte untere Linie gedeckt ist. So, jetzt muss es nur noch etwas antrocknen. Weiter geht es mit der Foundation. Damit male ich das Papier an, damit es zu meinem Hautton passt. Das wird etwas Zeit brauchen, um alles schön zu bedecken. Okay, das sollte reichen. Sieht schon echt gut aus. Nun brauche ich etwas Rot. Das ist perfekt. Okay, Zeit, die ganze Form anzumalen. Ich trage es einfach mit dem Pinsel auf. Ein bisschen noch. Und fertig. Und nun Schwarz. Das wird ein Spaß. Das kommt über den roten Bereich. Ich werde es auf dem kompletten Hals und unter dem Kinn auftragen. Diese Farbe ist echt dunkel. Ich liebe es. Okay, aber ich brauche noch etwas Schwarz. Oder doch was anderes? Tada, es ist nicht schwarz. Es ist ein sehr dunkles Rot. Blutrot. Ich tupfe es einfach entlang des Papiers auf. Und dann tupfe ich es noch etwas mit einem Schwamm auf. So, fertig mit meinem Halloween-Make-up. Wie findet ihr es? Gruselig genug? Ich denke schon. Hey, ich bin fertig mit meinem Look. Wie gefällt es dir? Ah! Oh mein Gott, was zum Teufel? Das Make-up ist total abgefahren. Puh, was für ein Schrecken. Hast du Angst vor Clowns? Lass es uns in den Kommentaren wissen.